Hähnchen zwischen den Zähnen. Ich sehe nichts. Ich will nach Hause. Mami. Sind wir schon da? Muss mal pullern. Ich mach mal ein Bier auf, ich will auch aufmachen. Habe ich auch ein Bier? Ich frage, ein Bier will. Du könntest ein Bier haben. Du kannst doch nur mit Wodka spielen. Two shots of vodka. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir haben uns heute hier versammelt, um zwei Trinkspiele zu testen, zu erklären, für die man ein Blatt, ein einfaches Skatblatt braucht. Und aufgrund der Tatsache, dass ich noch nie ein Trinkspiel gespielt habe, gebe ich mal ab bezüglich der Erklärung. Was fangen wir an mit Busfahren? Erste Grundlage, mischen. Mischen. Damit sind nicht die Getränke gemeint. Also, ja, also, kann man natürlich auch machen, aber. Wir sehen nicht, wie groß die Pyramide war, das willst du auch machen. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. So. So wie wir das spielen, wird es in keinem Wikipedia-Artikel stehen. Noch nicht. Das ist eine sehr regionale Eigenart des Busfahrens. Die drei Karten, wir müssen uns das angucken. Normalerweise ist das nicht der erste Schritt des Spiels, aber wir fangen jetzt so an, dass von unten nach oben die Karten aufgedeckt werden. Und wenn man denselben Wert hat, kann man seine Karte da drauflegen und je nach Ebene Schlucke verteilen. In der ersten Ebene ein Schluck verteilen, in der zweiten Ebene zwei Schlucke, drei, vier. Und Ziel ist es, seine Karten loszuwerden. Und wer am Ende noch die meisten Karten übrig hat, oder die meisten Werte, ne, auch am Ende. Wenn zum Beispiel, kann es sein, dass viele eine Karte übrig haben. Ja, dann ist dann gehst du in die Höhe der Karte, ne. Mhm. Also wer den höchsten Kartenwert am Ende übrig hat, ist der Busfahrer und dann wird es richtig interessant. Mhm. Hier liegt eine schöne Dame. So, jetzt kann jeder, der eine Dame hat, da seine Dame drauf packen. Du betreten ist Schweigen. Und jetzt? Nächste Karte. Warum deckst du die, oder? Dann komm mal ran auf den Weg, dann kannst du aufdecken. Ich habe eine 7. So, ja. Bitte saufen. Was? Einen Schluck darf ich verteilen. Dann bitte. Prost. Gönn dir. So, jetzt geht's in die nächste Ebene. DJ, bitte. Steger, Steger. Jawohl. Und raus aus der Nummer. 1, 2, 3. Ach Mist, ich hab frei gedrückt. Ich schussel. So, was habt ihr noch übrig? Eine 9. Oh, Gleichstand. Jetzt müssen wir googeln. Ich hätte einfach ziehen gemacht. Ich weiß nicht mehr, da gab es bestimmt irgendeine Regel. Könnt ihr einfach ziehen. Ja, das ist wie bei allen anderen Spielen, ja. Knack. Ja, genau. Der mit der niedrigsten Karte ist Busfahrer. Oh, Klausel. Klausel, das zählt nicht. Also zur Not können wir auch, also wir haben noch ein zweites Platz. Wir spielen einfach zwei Leute Busfahrer jedoch. Hä? Hat das gewünscht? Ja. Die Karten sind gezinkt. Nein! Oh, bitte da Fuß fahren. Oh, Scheiße. So, wie geht's weiter? Jetzt kommen wir zur ersten richtigen Runde, wenn du so willst. So, okay. Jetzt kommt diese Runde, die in vielen Spielvarianten eigentlich vor dem Part kommt, den wir gerade eben gemacht haben. Aber in unseren Kreisen ist das jetzt als Busfahren bekannt, was jetzt folgt. Ja, okay, also jetzt werden nach und nach vier Karten aufgedeckt. So, bei der ersten Karte, die aufgedeckt wird, stellt sich die Frage, ob schwarz oder rot. Wer fragt das wählen? Wir fragen das, bitte. Du musst das jetzt entscheiden. Schwarz. Jo. Na, okay. Höher oder tiefer? Rot. Höher oder tiefer? Hä, das sagt mir ja keiner. Höher oder tiefer als ein König kommt jetzt als nächstes. Tiefer. Rot. Höher oder tiefer als 8? Höher. Das ist doof. Hä? Jetzt darfst du erstmal drei Schlucke trinken. Und von vorne. Rot oder schwarz? Rot. Höher oder tiefer? Tiefer. 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 Oh,
4 Schlucke und von vorne das Ganze. Wann habe ich gewonnen? Wenn ich bin ja, ja. Also die Fragen sind eigentlich auch teilweise anders. Also, stimmt, du hast vorhin irgendwas mit so einer... Ja, eigentlich ist die... Was heißt eigentlich? Also, so wie ich es gelesen habe, war es so, dass dann erst... Oder schwarz, dann höher oder tiefer. Dann, ob es in dem Zwischenraum ist. Und bei der letzten muss er dann genau richtig legen. Also richtig sagen, dass es Karo, Pik, Kreuz oder... Stimmt. Soll ich ja gar nicht lieber so. Ja, dann machen wir das nicht so. Das Spiel ist egal. Wir spielen ja hier die... Ja, wir haben ja eh schon angefangen einmal mit jetzt und so. Ja, wenn es so schön ist, kommen wir rot oder schwarz? Rot. Höher oder tiefer? Höher. Tiefer. Oh. Ja. Was wär's mit den Sätzen? Hast du gewonnen? Zählt auch, glaube ich. Ja, also dann gleich zwischendurch. Und jetzt? Hat er den Busfahrer geschafft. So. Das ist aber die absolute Busfahrer-Light-Variante. Ja. Oh, ich wollte schon wieder drüber. Ist nicht verboten. Ist nicht verboten, aber... Ach, hat keiner gesehen. Also jetzt jeder 4 quasi verdeckt vor sich. Oder was? Ja, wir können es ja auch drei rum machen. Jetzt hier sieht also erstmal bei dir und dann drei rum. Sowas. Also jetzt kann ja jeder erstmal mit sich rum vorwerten. So. Das war wahrscheinlich dann auch der Pro-Tipp, um gut dabei zu sein. Sag mir wie, ich mache einfach. Du teilst jetzt hier erstmal. Ja, fangen wir bei dir an hier. Schön, 4 Karten. So. Jetzt fängst du an. Rot oder schwarz? Schwarz. Darf ich jetzt schon trinken? Wir können es auch zusammenrechnen, aber du kannst auch einfach jetzt trinken, ja? Ja, oder? Wir machen es dann zum Schluss. Okay, 1. Höher oder tiefer? 10 ist doch doof. Höher. Ist es in der Spanne oder außerhalb der Spanne? Also, es ist... Das ist gemein. Das ist, natürlich, das ist eigentlich viel gemeiner, das Spiel. Das war eine absolute Leitvariante, was wir zum Anfang gemacht haben. Dann sage ich es dazwischen. So, jetzt musst du genau Farbe sagen. So. Also, ob ein Pik, Kreuz, Karo. Soll ich Kreuz? So. Falsch, ne? Also ja. Zwei Schlücke, ja. Der Ansatz war gar nicht schlecht. Okay. Und das sind jetzt meine Karten, oder? Ja. Also nur ein Schluck, ja. So, das ist natürlich rot hier. Das ist tiefer. Das ist außerhalb der Spanne. Oh, oder auch nicht. Und das hier ist Karo. Auch nicht. Ja, erzähl. Ja, jetzt kommt die Pyramide, oder was? Jetzt kommt die Pyramide. Meine Hand ist wieder mit dem drauf. Ins Feuer dafür, was ich hier erzähle, aber. Ja, jetzt ist wieder mit dem normalen drauf. Gib mir eine Sekunde. Niemand eine 8? Warte. Ich bin nicht so weit. Nö. Satzball, Spielball, alles Ball. Nein! Ja, gut. Aber obwohl wir haben alle noch ordentlich übrig, wa? Was passiert jetzt? Tja, jetzt geht es darum, wer die höchsten. Die höchsten Augenzahlen, nicht Augenzahlen, ich spiele Würfel ja nicht, aber... Es zählen doch hier 2 und 3, oder? Nee, das sind 10. Ja. Also, das ist jetzt 10, das ist Glück. Juhu! Dann dasselbe? Nein, ihr kennt doch das Spiel. Könnt ihr nicht mal schlecht? Ich glaube, das war die Regel. Das ist ganz für Auswahl. Ist mir nicht so bekannt. Also sind schon alle raus, keine Sorge. So. Was passiert jetzt? Jetzt kommt die Raute. Achso. Und du bist der Busfahrer? Nee, du. Wieso? Weil du die Ringe hattest. Achso. Macht eigentlich keinen Sinn, dass erst die höheren sind so und dann beim Stechen, beim Ziehen dann die niedriger, aber ist ja egal. Trick für Spielqualität. Man muss kreativ bleiben. Das sieht gar nicht, gar nicht gut aus. Also es ist, du kommst immer eine Ebene weiter, wenn keine Bildkarten aufgedeckt werden. Also wenn nur 7, 8, 9, 10 aufgedeckt werden. Und ansonsten, wenn irgendwo eine Bildkarte aufgedeckt wird, dann musst du erstmal, je nachdem welcher Ebene bist, die entsprechende Anzahl Schlucke zu dir nehmen. Wie die Kartenanzahl oder wie? Wie die Kartenanzahl? Naja, hier ein Schluck, hier 2, hier 3, hier 4. Da 5, dann 6 und 7. Nee. Das ist, glaube ich, zum Glück wieder abnehmend. Okay. Und wenn du falsch liegst, dann... Was? Falsch liegst? Also, wenn du saufen musst, sag ich mal, dann werden die Karten rausgenommen und dann kommen andere hin und dann musst du wieder von vorne anfangen. Okay. Also, achso, du darfst natürlich theoretisch auswählen, die Karte, aber hier hast du ja keine Wahl. So, trinken.
Achso, du musst nicht mal irgendwas sagen. Was? Du darfst nicht mal irgendwas sagen. Nö. Einfach nur auf, nee, auf die Fresse. Ja, das ist, ja. Aber die Karte bist halt schon mal los jetzt. Also es gibt natürlich auch noch die Hardcore-Regel, dass die da wieder reingemischt werden. Ach ja, das war das. Aber ich glaube, das ist hart genug. Da kann ich gleich aufdecken. So. Mhm. Welche willst du? Ach so. Die hintere, ja. Welche willst du? Die mittlere. Die zweite. Die mittlere. Ja, los. Die vordere. Oh! Das heißt? 1, 2, 3, was? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kurz gesagt, du kannst exen. 12, 13, 14, 15, 16. Und dann? Von neu. Dann werden wir mal weitersehen. Und dann nochmal von vorne, oder was? Ja. Ja. Nee. Aber sind schon mal, solange der Stapel kleiner wird, spricht das Spiel für dich. Wie viel? Als ob, 16. Als ob ich jetzt 16 Schlucke trinke. Trink einfach dann nochmal einen Cut und schon mal ein leeres Bier hin. Und? 57,5 Banane. Wie viel? 16. 16 waren es eigentlich. 1. Was heißt denn hier eigentlich? 2. 2 Schlucke. 3. Achso, schon 3, sorry. Ja, ich glaube, du hast schon ganz schön viele Zahlen gerade rausgefischt hier. Nicht mehr besser. Warte, darfst du eigentlich nochmal? Hol mal neues. So, das sind jetzt wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 3. Ach, dann waren das von 16 dann? Da brauchst du nicht sogar schon den zweiter? Ja, selbst wenn, wäre es nicht 16. Da hat sich wohl noch erzählt. Es ist unscharf.